In diesem Video zeige ich dir, wie du nicht nur die richtigen Mitarbeiter findest, sondern wie du sie auch lange halten kannst durch die richtigen Channels und Bewerbungsgespräche und später, wie du richtig mit den Leuten arbeitest. Und starten wir mal mit dem Thema, warum solltest du überhaupt Mitarbeiter haben, beziehungsweise dir welche suchen? Und ich habe es hier auch schon aufgeschrieben, das heißt, wir gehen aber mal gemeinsam dieses Dokument hier durch. Und du hast einen extrem großen Hebel, weil du 40 Stunden oder mehr noch, je nachdem, wie viele Mitarbeiter sind, die Woche dazu bekommst. Und das sind meistens Sachen, die du, also die haben viel größeren Produktivitätshebel so gesehen, als wenn du selbst noch mehr aus deiner eigenen Zeit rausholst. Klar, sollst du nicht immer optimieren und ne, noch zeiteffektiver umgehen. Doch wirklich was gerissen bekommst, auf jeden Fall nur mit Mitarbeitern, die Sachen für dich machen. Und also das ist Nummer eins. Also du bist viel produktiver, so die Firma ist viel produktiver als Output. Also wenn man einfach nur das, was man pro Tag schafft, misst. So, anstatt wenn du jetzt noch besser, noch früher aufstehst und eine Stunde mehr arbeitest, so. Und was ich mit dem zweiten Punkt meine, du baust Baustein auf Baustein. Also normalerweise ist es so, angenommen, du machst jetzt ein Kundenprojekt, also du baust jetzt irgendwie Facebook-Ads, Kampagnen baust du für andere Leute, so alles cool. Dann hast du ein neues Kundenprojekt, was dazu kommt und dann, ja, wie soll ich sagen, fängst das Kundenprojekt an, du baust die ganzen Kampagnen und das Kundenprojekt ist irgendwann zu Ende und du hast halt mega viel Zeit investiert, so. Das ist wie eine Sandburg bauen, die sind immer wieder zusammenbricht und du eine neue Sandburg baust. Wenn du Mitarbeiter hast, hast du einmal die Zeit genommen, eine Person, einen Media Buyer zum Beispiel zu finden, der das Ganze ständig immer wieder aufbaut. Das hast du einmal einen hohen Zeitinvest und dann ist das danach gelöst. Du kannst Baustein auf Baustein auf Baustein setzen, ohne dass das Ganze zusammenbricht. Weißt du, also deine Zeit, die du arbeitest, ist nicht wasted. Wie es aber wäre, wenn du selbst Kampagnen aufsetzen würdest, dann würde diese Kampagne irgendwann auslaufen oder der Kunde kündigt oder was, ist auch egal, was passiert. Aber er musst immer wieder neu die Kampagne aufsetzen, genauso wie bei Webseiten, genauso wie bei SEO, wie bei Social Media. Du kannst super effektiv einen Social Media Post raushauen oder du holst eine Person für ein Social Media Posting und musst du nie wieder Social Media Postings machen, so. Weil du findest auch wahrscheinlich Personen, die besser sind in dem, was sie machen als du oder auch besser werden wollen, je nachdem. Das heißt, da hast du auf jeden Fall also kannst du die Blöcke aufeinandersetzen, so, also es ist nicht verschwendet und danach würde ich auch generell deine Aufgaben bewerten. Als Unternehmerin, als Unternehmer sollst du mal gucken, wie viel Prozent von meinen Aufgaben sind verschwendet, indem muss ich sie nochmal machen. Also wie viel Prozent der Aufgaben sind Sandburgen, könnte man sagen, und wie viel Prozent der Aufgaben sind tatsächlich hier Lego-Blöcke, die halten. So. Und das ist ganz cool. Also auch zum Beispiel bei Social Media generell. Wenn ich jetzt heute Social Media Post raushaue, der ist nach 24 Stunden irrelevant geworden. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall einen neuen posten. So. Also der hat eine ganz kurze Halbwertszeit. Also eine andere Betrachtungsweise wäre, wie lang ist die Halbwertszeit von den Tätigkeiten, die du tust? Und eine Halbwertszeit von einer Person, eine richtig geile Person finden, A-Player zu finden, ist auf jeden Fall deutlich länger als einen Social Media Post rauszuhauen, wenn du weißt, was ich damit meine. So. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, du hast auch einen viel größeren Leverage im Sinne von, du kannst, also, wenn du jetzt zum Beispiel, ich will, lass uns mal ein Buch rausbringen, als Beispiel. Sollte jetzt kein Buch rausbringen, aber als Beispiel, so, das würde viel schneller gehen. So, du würdest einfach, weißt du, also, verstehst du, glaube ich, was ich meine. Das heißt, du hast einen viel größeren Hebel. Und das Ding ist, du hast auch gar kein Risiko, weil die Person kannst du nach 2 Wochen wieder entlassen. Das ist kein Problem. Also, wenn sie in der Probezeit ist. Und das ist sie ja am Anfang, 6 Monate lang. Und nur weil du generell schlechte Erfahrungen gemacht hast, das ist so der Hauptfehler, den viele machen, dass sie generell schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie nicht gut geheiert haben, also nicht gut die Leute eingestellt haben. Dass keine guten Leute eingestellt haben, besser gesagt, sagen sie, dass es generell nicht gut ist. Also kannst du mal überlegen, welche Glaubenssätze du so im Bereich Mitarbeiter hast. Ich bin eh immer die beste Person, die das kann und es gibt gar keine krassen Leute auf dem Markt und die arbeiten ja alle schon überall. Also welche Glaubenssätze du so generell hast, weil die sind in der Regel alle Bullshit, werde halt auch gleich zeigen,
wie du hier, das, du siehst, das Dokument ist, hat 4 Seiten, wie du die Mitarbeiter bekommen kannst. Aber nur weil du mal damals schlechte Erfahrungen gemacht hast, heißt das nicht, dass es generell nicht geht. Das ist mega, mega wichtig, sondern einfach, dass du es damals die falsche Methodik angewandt hast. Punkt. So, end of the story. Genau, das zum Thema, warum du welche haben solltest. Generell noch ein paar Worte zur Erwartungshaltung. Die Fluktuation wird am Anfang relativ hoch sein. Was bedeutet das? Du wirst Leute einstellen, du wirst Leute leider auch aber entlassen müssen. Du ja, wirst, Leute werden gehen. So, also die Fluktuation wird am Anfang relativ hoch sein, leider. Natürlich versuchst du trotzdem hier, wenn du die ganzen Sachen machst, die ich dir hier beschreibe, wird deine Fluktuation auch sehr viel geringer sein als bei den meisten. Das ist kein Problem, das ist klar. Trotzdem wird sie da sein, aber sie wird sinken, je länger und besser du deine Brand aufbaust, länger Unternehmen besteht und auch die Leute, die wirklich gut dazu passen, auch bleiben und dann andere anziehen und du an der Teamkultur arbeitest, an deinen Führungsfähigkeiten arbeitest. Das heißt, du wirst einfach, die Qualität wird immer steigen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, du musst es so sehen, und das hat für mich einen großen Unterschied gemacht, dass ein Mitarbeiter und Mitarbeiterin der nächste 100.000 Euro Deal ist. Was bedeutet das? In jeglichem Bereich, also gerade im Bereich Vertrieb, aber auch in anderen Bereichen, bringt dir die Person in der Regel so viel Geld, also mit einem Jahresgehalt von irgendwas zwischen 20, 30, 40, 50.000 Euro, das ist erstmal egal. Beziehungsweise es kommt immer auf die Stelle natürlich an, auf die Erfahrung, aber wenn du mit einem Jahresgehalt von sagen wir mal 30.000 Euro zahlst, dann hast du ja in der Regel, macht die Person ja, produziert die Person ja mehr Gewinn. Also eine gute Metrik ist, dass ein Mitarbeiter ungefähr so das 2- bis 3-fache vom Jahresgehalt letztendlich in die Firma bringt. Das wären dann ja 100.000 Euro. Gerade bei Vertrieb ist das deutlich höher. Bei anderen ist es vielleicht ein bisschen geringer, aber es ist auf jeden Fall nicht weniger als diese 2000, als dieser 2- bis 3x-Faktor. Und du musst dir so vorstellen, dass es ja einfach. Also, was ich mit 100.000 Euro Deal meinte, also, wie würdest du einen Kunden angehen? Also, wie hart würdest du versuchen, diese Person zu bekommen als Kunden, wenn du wüsstest, diese Person bezahlt dir 100.000 Euro, weil es ein 100.000 Euro Auftrag ist? Und so musst du es letztendlich mit dem Team sehen. Also, wie viel Effort würdest du reingeben? Wie viel, ja, Zeit würdest du reingeben? Wie viel Energie? Wenn es wirklich darum gehen würde, 100.000 Euro daran zu verdienen. Und das erklärt dann auch die beiden unteren Punkte an. Ich sage, es wird schmerzhaft und dauert lange. So, es ist okay, so, weil du solltest sehr viel Effort reinstecken. Und warum wird es schmerzhaft und dauert lange? Weil du mindestens 30 Bewerbungsgespräche, also Erstgespräche, Telefonate führen solltest und 15 Videocalls, weil ca. 50% qualifiziert sind. Wenn die Metriken so nicht stimmen, kommen auf jeden Fall am Ende bei diesen 15 Videocalls rum. Das ist nicht viel, so das ist die Minimum. Das Minimum. Wenn du es wirklich ernst meinst, dann geh lieber auf 50 Bewerbungsgespräche und auf 20, 30 Videocalls. Jetzt fragst du dich natürlich, wie bekomme ich so viele Bewerber überhaupt her? Das beantworte ich dir hier gleich, wenn wir jetzt ein bisschen nach unten scrollen. Jetzt sei dir aber jetzt schon gesagt, es wird lange dauern. Du wirst viele allein, wenn du angenommen 20 Bewerbungsgespräche führst, eine Stunde plus Nachbereitung und Vorbereitung, bist du wahrscheinlich so bei 30, 40 Stunden. Das heißt, eine komplette Woche geht schon mal drauf, wo du von morgens bis abends nur Calls machst. Aber natürlich ist es so nicht, sondern du musst natürlich noch terminieren und vereinbaren und so weiter. Das heißt, du wirst auf jeden Fall mehrere Wochen bis sogar Monate dafür verwenden, diese Person zu finden. Was, wie gesagt, nicht schlimm ist, denn das lohnt sich am Ende. Es geht ja hier um diesen 100.000 Euro Deal. Und das, da würdest du ja beim Kunden, wo es um so viel Geld gehen würde, wahrscheinlich auch mehrere Wochen hinter sein. Wenn nicht, dann ist einfach nicht smart. Also von daher, sei einfach dahinter. Das heißt, lass uns das mal anschauen. Um was geht's, beziehungsweise wie können wir diese Leute finden? Und erstmal brauchen wir dazu eine vernünftige Karriereseite. So, das Minimum ist unsere Seite und wenn du es noch besser machen willst, sage ich mal, es ist diese Seite. Ich zeige dir beide. Wir fangen bei einer Karriereseite damit an, dass wir natürlich immer davon ausgehen, was what's in it for me, also was
will die Person persönlich, also nicht einfach wir suchen, sondern du bekommst. So. Da haben wir halt diesen Text und was du bei uns bekommst. Teamfotos von uns und ein Video dazu, warum man bei uns arbeiten sollte. Und dann ist hier, wo sehen die Stelle schon. Kann man auch noch mehr Sachen hinzufügen, zeige ich gleich bei der anderen Seite. Aber hier ist die, ja, die Stelle. So, und die sage ich auch gleich was dazu, wie die geschrieben ist oder warum die so geschrieben ist. Also die ist natürlich, die ist nicht so Standard. Ja, hallo, so, wir suchen die und die, sondern die ist halt ein bisschen cool geschrieben. Und nehme ich hier auch nochmal mit so einem kleinen, ne, falls das ganz für dich spannend ist, bewirb dich nicht, finde meine Handynummer raus und close mich. Solche Sachen zum Beispiel. Und auch wichtig, die Karriereseite ist im Hauptmenü, sogar ganz oben, nicht einfach nur irgendwo versteckt, sondern ihr wollt auf jeden Fall, ja, dass die Leute sehen, wenn sie auf eurer Webseite sind. Nicht, dass sie irgendwie größer wirkt, sondern einfach, dass die Leute das ständig sehen. Hier, genau dasselbe. Auch ein kleiner Intro-Text. Und eine Kununu-Bewertung, das kann man natürlich auch machen. Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, das Profil hier anzulegen. Und letztendlich hier ausführlicher erklärt, was einen erwartet, was die Vision ist. Und ja, dann sind dann hier die offenen Stellen, hier noch ein paar Grundsätze und so ein paar Teamfotos. Genau, und dann sind hier bei den Stellen. Ja, sind hier eben die Beschreibung, ne? Also relativ ähnlich aufgebaut. Und genau, dann schauen wir uns gleich mal diesen Text hier genauer an, warum der so ist, wie er ist. Das heißt, ihr braucht erstmal eine gute Karriereseite. Auch da, das darf Zeit in Anspruch nehmen, diese Seite zu bauen und geile Fotos zu machen. Und auch da, die Fluktuation wird sinken mit der Zeit, weil du ja auch ein besseres Team aufbaust und überhaupt mal Teamfotos hast später und Teamausflüge machst und so weiter und so fort. Das heißt, du siehst, ne, das gehört alles irgendwie eins, das gehört alles zusammen und das ist alles connected. Die Karriereseite wird besser, wenn dein Team natürlich besser wird, wenn du bessere Talente hast, mehr Umsatz, mehr Gewinn machst, dass du auch mehr Teamausflüge machen kannst und so weiter. Das geht alles ja in die positive Richtung. Punkt Nummer zwei, so gesehen, nachdem du die Karriereseite gemacht hast, die Stellenausschreibung. Dafür einen kompletten Tag Zeit im Text. Jetzt, was soll ich denn 8 Stunden an der Karriereseite, an der Stellenanzeige schreiben? Ja, weil die halt geil werden. Auch da wieder Effort, Energie, Zeit. So, es ist der 100.000 € die nicht einfach nur irgendwie hingehuscht eine Stellenanzeige. Das heißt, hier, wir haben hier Storytelling. Das ist ein wichtiges Prinzip. Und Herausforderung. Das sage ich mal, das würde ich mal sagen, hier sind so zwei wichtige Prinzipien zu ergänzen: Storytelling, Herausforderung, anders, anders sein. Das sind so die drei Kernthemen. Nicht langweilig, so. Nicht einfach nur, wir suchen, du bekommst, sondern mach es wirklich ziemlich nice. Das heißt, du kannst das ja mal durchlesen, so. Und dann natürlich auch, was du bekommst und alles, kann man dann nochmal ausführlicher machen, aber das ist halt mega wichtig. Dann. Wenn du diesen Tag genommen hast, so, welche Plattformen kommen in Frage? Join.com, die pushen das so gesehen auf alle kostenlosen Jobplattformen, also Google Jobs, LinkedIn, diese ganzen Themen, Facebook, dann, beziehungsweise Facebook haben sie mal gemacht, das geht jetzt nicht mehr, aber generell alle anderen, Indeed noch veröffentlichen und in Facebook-Gruppen. Wenn du es posten darfst, in Foren schauen, also zum Beispiel gerade wenn du Vertriebler willst, kann ich dir Closer Base empfehlen, da kann man ankreuzen, offen für Festanstellung. Aber okay, es gibt auch andere Foren für andere Jobs, logischerweise, also wenn du irgendwelche Fotografen suchst, irgendwelche kreativen Social Media Menschen, dann kannst du zum Beispiel in irgendwelchen Fotografenforen schauen oder irgendwelchen Fotoportalen, so, wo die Leute ihre Fotos hochladen. Facebook generell. Also damit meine ich auch einmal Ads, aber auch das Organische und LinkedIn, Instagram, WhatsApp, also diese ganzen Sachen. Ne? Also sage ich mal da in der Story, sag mal so, vereinfacht gesagt, ist es natürlich auf dein eigenes Social Media Präsenzen posten, weil das sind das mich als Ads formulieren, also auf deinen ganzen,
organischen Social Media Präsenz und Post und Story machen, das heißt WhatsApp Story, Instagram Post, Instagram Story, Facebook Post, Facebook Story, LinkedIn Post. So, das ist so Punkt Nummer 1. Dann einen Newsletter an deine Kunden schicken und in Facebook-Gruppen posten und auf join.com posten und auf Closerbase posten, angenommen du suchst Vertriebler. Und wenn das nicht geht, wenn da nicht genug bei rumkommen, dann kannst du Indeed und Facebook Ads, das sind so die beiden Paid-Plattformen, die du anschmeißen solltest, benutzen, um zusätzliche Bewerber zu bekommen. Hier reicht es mit so ungefähr 10 Euro Tagesbudget und hier ungefähr 30 Euro Tagesbudget, manchmal auch weniger, aber 30 Euro Tagesbudget und 10 Euro Tagesbudget zu starten. Was du auf jeden Fall schon machen solltest, ist Retargeting. Also jeder, der auf deiner Karriereseite war, bekommt so gesehen diese Stellenanzeige als Ad, als Facebook-Ad nochmal gezeigt. Das ist auch mega wichtig. Und diese Plattform solltest du auf jeden Fall benutzen. Ich bin mir sicher, dass du noch nicht die Plattform benutzt. Wie gesagt, es ist Arbeit, das alles aufzusetzen. Und es ist auch okay, dass es Arbeit ist. Dann, wenn du diese ganzen Bewerber hast, so das dauert erstmal eine Weile, aber dann, wenn du das Ganze hast, ein paar generelle Mindset- oder Grundlagensachen, nämlich immer auf Wahrheitsgehalt prüfen. Also das machst du, indem du einerseits sagst, ich werde nach dem Gespräch einen Kollegen von dir sprechen, die Aussage bestätigen, einfach, dass du Bescheid weißt, so, weil dann wissen die schon mal von vornherein, sie können jetzt keine Scheiße labern. Dann zweite Sache, lass dir immer Beispiele und echte Geschichten geben. Sie sagen, sie sind Teamplayer, was meinen sie damit? In welchem Szenario das genau ganz konkret vorgekommen ist? Nicht generell, ich bin ein Teamplayer, sondern was hundertprozentig genau meinst du damit? Zeig mir mal, erzähl mir eine Geschichte dazu. Immer Gründe finden, eine Person, so, dafür ist ein Wort nicht einzustellen, wird das wichtigste Wort am ganzen Satz. Gründe finden, eine Person nicht einzustellen, versus Gründe finden, eine Person einzustellen. Ganz großer Unterschied. Und weil es ist nichts teurer, als eine schlechte Person einzustellen. Keine Person einzustellen ist schon schlecht, aber es ist nochmal 10-mal schlechter, eine schlechte Person einzustellen, weil die ja die Teammentalität runterzieht und alles mögliche. Das ist einfach nicht nice. Und auch nie direkt die Entscheidung geben. Also wir haben ja ein Zwei-Schritte-Bewerbungsverfahren, also einmal beziehungsweise drei Schritte. Die Bewerbung kommt rein. Der erste Schritt ist, dass wir die Bewerber screenen, so gesehen, und aussortieren anhand der Lebensläufe, wenn sie nicht passen, aus irgendwelchen Gründen. Aus den Gründen sage ich dir gleich. Dann haben wir ein telefonisches Erstgespräch und dann haben wir ein Video-Verkaufsgespräch. Nicht Verkaufsgespräch, ein Video-Bewerbungsgespräch. So, das Aussortieren dauert ein paar Minuten, das Telefongespräch dauert so 20 bis 30 Minuten und das Videobewerbungsgespräch dauert so eine Stunde circa. Das heißt, das sind so die drei Schritte. Und wenn ich jetzt hier schreibe, nie direkt Entscheidung, meine ich immer den letzten Videocall. Also nie im letzten Videocall sagen, hey, ja, wir stellen dich ein oder nicht, sondern dann ein richtig cooles Gespräch, wenn du ein gutes Gefühl hast, oder wenn es ein gutes Gespräch war. Ich mache mir jetzt nochmal Gedanken, gebe dir morgen direkt eine Rückmeldung, ob das Ganze klappt oder nicht. Also das ist schon zeitnah, weil wenn du sagst, in einer Woche, dann suchen die sich was Neues, so, das ist nicht geil. Aber halt, ja, ich sag mal so, ja, nicht im selben Gespräch, sondern eine Nacht drüber schlafen und dann entscheiden, weil sonst ist man manchmal zu gehypt, wenn man sich sehr, sehr gut mit der Person versteht, man ist nicht rational und es muss halt beides funktionieren. Ne? Das Logische und das Emotionale muss passen. Das heißt, nicht warme Nacht drüber schlafen. Punkt. Das hier sind drei bzw. vier Sachen, die ich mich selbst frage, wenn ich, nachdem ich aus dem Video-Bewerbungsgespräch, also aus dem zweiten Teil des Gesprächs rausgekommen bin, auch natürlich aus dem ersten, also generell, was so mitschwingt die ganze Zeit, was ich mir dann auch aufschreibe. Erste Frage ist, werde ich diese Person bewundern? Also gibt es irgendeinen Bereich, wo ich sage, hey, die ist so krass, die ist so talentiert oder so engagiert oder wie auch immer, dass ich irgendwas bewundere oder schaue ich eher zu der Person herab und ja, bewundere sie halt nicht. Wird die Person das Durchschnittslevel der Effektivität im Team erhöhen? Damit meine ich, also ein Team ist ja dazu da, Ergebnisse zu erzielen. Das ist der Sinn eines Teams. Und wird diese Person das Durchschnittslevel der Effektivität, also der Zielerreichung, erhöhen oder nicht? Weil wir sollten ständig unseren Standard erhöhen, die Bar erhöhen, sag ich mal, die Stange, das Eintrittskriterium.
Dann die dritte Sache, die mitschwingt, in welchem Bereich kann die Person zum Superstar werden? Das ist auch mega essentiell. Also wo, es muss auch nicht arbeitsrelated rein sein, das kann auch irgendwelche Hobbys sein, dass sie super schön schreiben kann oder wie auch immer, irgendwas, wo die Person zum Superstar werden kann, in jeglichen Bereichen, weil das ist dann ziemlich cool fürs gesamte Team. Und vierte Sache wäre, wäre ich mit dieser Person bereit, 10 Stunden am Flughafen zu verbringen, also eigentlich einem langweiligen Ort, wo man nicht viel machen kann, aber verstehe ich mich mit dieser Person einfach so gut, dass ich mit der gerne 10 Stunden Zeit verbringen möchte. Das sind so die vier Gefühle, Fragen, wie auch immer man es nennt, die mitschwingen. Und wenn eine davon nein ist, so gesehen, dann macht es keinen Sinn. Da auch wichtig, wenn eine einzige schon nein ist, dann stell die Person nicht ein, dass alles andere passt. Aber sie würde nicht das Durchschnittslevel der Effektivität erhöhen. Dann stell die Person nicht ein, selbst wenn du dich noch so gut mit der verstehst, weil es langfristig nicht gut sein wird. Dann denkst du dir, ja, aber dann kann ich doch gar keinen mehr einstellen. Doch, ich habe dir hier oben die Wege gezeigt über Facebook Retargeting und generell über Facebook und über Join und über so viele Plattformen. Du wirst an so viele Leute kommen. Du kannst uns zur Not auch Active Sourcing machen, also Leute aktiv anschreiben. Das sind alles nochmal dann so. Es gibt noch viel mehr Schritte, die ich hier nicht aufgeschrieben habe, weil die erstmal nicht die 80-20 sind von dem, was du aktuell brauchst, aber weißt du, also hab einen extrem hohen Standard und dann ja, ist es auch kein Problem, so gesehen, diese Leute abzulehnen aufgrund von einer Red Flag, so gesehen. Also wenn ich hier eine Antwort für dich selbst bewertet, eben ein Nein ist, dann ist das direkt ein Red Flag und dann wird die Person nicht eingestellt, genauso wie du einen Co-Founder hast. Und der eine Co-Founder sagt, ich würde die Person nicht einstellen und die andere Person, und du sagst ja, dann stellt die Person nicht ein. Im Zweifel entscheidet euch dagegen. Das ist ganz wichtig. Im Zweifel entscheidet euch dagegen, wenn ihr zusammen das Ganze macht. Dann, das sind die konkreten Fragen. Also was hast du, diese Frage ist ganz cool, was hast du gemacht, nachdem du mit der Schule fertig warst? Weil in der Schule ist man so gesehen, kann man noch nicht seine eigenen Entscheidungen treffen, aber nachdem du in der Schule fertig warst, also welche Entscheidung hast du wann und wie getroffen? Und die Meilensteine, die du erzählen willst, kannst du selbst entscheiden. Also, ne, was hat die Person gemacht? War sie auf Weltreise oder hat sie, also natürlich wird sie da auch die beruflichen Sachen erzählen, aber generell kann sie, verstehst du einfach, wie die Person Entscheidungen trifft? Weil auch da wieder, du kriegst einfach raus, was hat die Person für Werte? Und du weißt ja deine eigenen Werte. Und wenn das einfach nicht matcht, dann weißt du, okay, also die Person feiert Weltreisen und von überall aus arbeiten und ihre 2000 Euro zu verdienen, weil das ihre Entscheidungen die ganze Zeit waren. Mega fein, passt aber wahrscheinlich nicht zu deinem Unternehmen. Weißt du, also hier kriegst du raus, was sind die Werte der Person? Wenn du sie fragst, was sind die Werte, kommt eine ganz andere Antwort, weil dann ist wieder so, ja, ich bin zuverlässig und zielstrebig und bla bla bla. Bringt dir nichts die Antwort. Frag nach den Entscheidungen, nach den Meilensteinen in ihrem Leben. Dann kannst du auch einen guten Roleplay machen. Gerade im Vertrieb geht das ziemlich gut. Also such dir, was du bei einem Videocall hast, bei dem Bewerber im Hintergrund raus, was da steht. Und also nach dem Motto, verkaufen wir diesen Stift, also das ist ein Buch zum Beispiel im Hintergrund. Und dann findest du erstmal raus, wie die Person auf Druck und Spontanität reagiert und wie die Person generell verkauft. Ist sie eher, dass sie dich fragt, hey, ne, in welchem Bereich willst du, also wenn ihr jetzt mein Handy verkauft, kann man ja sagen, ich habe hier ein Handy, das ist günstiger als ein aktuelles, hast du da Bock drauf? Oder die Person fragt mich erstmal, hey, wie sieht's aus? Wie nimmst du eigentlich gerade deine Videos auf? So, und dann fragt sie ganz viel, macht eine Bedarfsanalyse und dann zeigt sie, hier, by the way, ich habe hier ein Handy, das ist mega genial, damit kannst du deine Videos aufnehmen, plus telefonieren. Das heißt, du hast, ja, kannst viel mehr Videos aufnehmen, damit dementsprechend auch viel mehr Geld verdienen, weil du bleibst. Also, wie macht die Person das? Dreht sie dir was an, wie so ein Telefonverkäufer, wie so ein Telekomverkäufer, oder fragt sie erst eine Bedarfsanalyse und so weiter. Dadurch kriegst du mega viel raus. Dann, wie fandest du dich selbst? Selbstreflexion testen, mega easy. Dir selbst erklären. Und bist du offen für Tipps? Also, wie du es besser machen kannst. Und dann Coachability, die Fähigkeit, gecoacht zu werden, also offen sein für Feedback zu testen. Und natürlich sagen in der Regel die Leute ja, aber genau, also findest du halt raus, wie sie es auch sagen. Ne? Da gibt es auch diese kleinen Nuancen, die ja wichtig sind. Dann noch eine spannende Frage. Wenn du an deine Vergangenheit denkst, was ist dein größter Erfolg in deinem beruflichen Leben? So prüf mal, ob du geldgetrieben bist oder nicht.
Was hat dir bei den vergangenen Jobs Spaß gemacht? Was sind die Erwartungen an deinen Arbeitgeber? Wann hast du den letzten Entwicklungsschritt gemacht? Das ist so gesehen die Frage mit, also die wollen jetzt Personen sich weiterbilden, wachsen und so weiter. Und wenn sie sagt, ja, ich kam von der Uni und das war mega geil, so, aber sie hat sich nicht persönlich weiterentwickelt, Seminare besucht und so weiter, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen. Was hättest du dir gewünscht, was dein Chef anders gemacht hat? Was ist dein Lieblingsbuch und was sind deine Learnings daraus? Natürlich Non-Fiction-Bücher, also nicht Harry Potter oder so. Aber wenn man überhaupt keine Non-Fiction-Bücher liest, weil die sagt, so, ich habe kein Lieblingsbuch, alles sind Romane, die ich gelesen habe, dann ist auch schon mal ein schlechtes Zeichen. Dann sogenannte Cut-Off-Kriterien. Das sind jetzt keine Interview-Fragen, das sind jetzt konkrete Fragen. Das sind eher Sachen, die du, wenn du die rauskriegst, dass es keinen Sinn macht, mit der Person zu arbeiten. Auch da, wenn du ein oder maximal zwei Sachen hast, die dort zutreffen, dann macht es keinen Sinn, in die nächste Phase zu gehen. Beim Erstgespräch ist es so, wenn das Gehaltsniveau nicht passt, was du vorschlägst, oder das Gehaltsmodell, wenn die Person im Vertrieb ist und kein Konsul oder Exekutive ist, in anderen Worten nicht der richtige Persönlichkeitstyp ist, den du brauchst, dann macht es keinen Sinn, wenn du die Person nicht sympathisch findest. Wenn die Person keinerlei Vorerfahrung hat, macht auch keinen Sinn. Keine Vorerfahrung dauert einfach sehr, sehr lange. Manche fragen ja so, hey, soll ich eher für Skill oder für Attitude hiren? Also soll ich eher auf die Fähigkeiten achten oder auf die persönlichen Eigenschaften? Oder ob ich die Person mag oder ob die das richtige Mindset hat? Und ich sag mal so, das richtige Mindset ist die Grundvoraussetzung, weil das ist schwer zu ändern, wenn man keinen Bock hat, richtig geil was im Leben zu reißen. Klar kann man inspiriert werden von uns als Team, aber also die Attitude muss auf jeden Fall stimmen und die Skills müssen teilweise da sein. Die dürfen nicht gar nicht da sein. Also das sind mehr Nuancen zu dieser Antwort als einfach nur entweder das oder das, sondern es sollten einfach Vorerfahrungen schon da sein, in gewissen Bereichen, also teilweise zumindest, weil von null auf jemanden Sales beizubringen ist schwierig oder dauert einfach länger. Und es gibt einfach genug Leute, das ist sehr schön, auch da wieder viel Zeit und Energie reinstecken, die Attitude und die Skills haben. Das heißt, hier gehe ich für Vorerfahrung plus, würde ich sagen, die richtige Attitude. Das heißt aber auch zu hohe Opportunitätskosten, weil es gibt ja die Leute, die beides haben. Und natürlich muss die Arbeitszeit passen und der Arbeitsort passen. Also das ist jetzt positiv formuliert. Persönlichkeitstyp, Gehalt, Sympathie, Vorerfahrung, Arbeitszeit, Arbeitsort. Das muss passen. Danach geht es in die nächste geht's ins nächste, in die nächste Stufe, nämlich ins Videogespräch. Und das ist jetzt, deswegen ist es ein bisschen, aber das ist jetzt umgekehrt formuliert. Das heißt, wenn diese Sachen eintreten, ist die Person raus, wird nicht weitergeleitet. Also wenn sie sich selbstständig machen will, dafür gibt es auch einen Persönlichkeitstyp, der das machen will. Welcher das ist, zeige ich das hier in dem Video nicht, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Persönlichkeitstypen, die sich selbstständig machen wollen. Dann gibt es wenn man eine monotone Stimme hat und im Vertrieb arbeitet, wenn man zu starke Gehaltseinbußen hat von dem damaligen Job auf den jetzigen Job, wenn man lügt, obviously, wenn man sehr, sehr viel am Reisen ist, wenn man unpünktlich zum Teammeeting erscheint, wenn man gar keine Erfahrung hat, was ich hier oben schon geschrieben habe, wenn man gar keine Weiterbildung macht, also ob nicht an Weiterbildung interessiert ist, dann ist man da auch raus. Und natürlich hier, das sind jetzt keine Kriterien, die man messen kann, aber es sind Gefühle. Wenn die natürlich stimmen, dann ist man auch raus. Und ja, letztendlich, du musst dir so vorstellen, diese Fragen sind dafür designt, dass du das Gefühl beantworten kannst und auch diese Kriterien abklopfen kannst. Ja, weil es ist halt viel leichter zu sagen, was hat dir an dem alten Arbeitgeber keinen Spaß gemacht, was war da nicht gut, um rauszufinden, was der Person wichtig. So, das ist einfach dann die bessere Sache. Im Zweifel, wenn du dir nicht sicher bist, dann mach einen Probetag. Auch dazu gibt es natürlich konkrete Vorlagen und Vorgaben, wie man sowas optimalerweise machen kann. Das führt jetzt in diesem Video zu weit, aber das geht natürlich generell auch. Und ja, das ist letztendlich, wie du extrem krasse Leute findest. Das ist ein sehr, sehr hartes Auswahlverfahren, aber es wird sich lohnen. Das heißt, mach das auf jeden Fall. Der schlimmste Fehler, den du machen kannst, ist zu sagen, ich mache das nur halb. So, also ich nehme so mittelmäßige Leute. Das geht wirklich gar nicht. Das wird sehr viel Schmerz für dich verursachen und sehr teuer sein, weil du die Person dann eh irgendwann wieder gehen lassen musst. So, und das ist ziemlich scheiße. Dann der vierte Teil, wenn wir jetzt die Person gefunden haben,
wie können wir sie entwickeln? Das wird auch von ganz, ganz vielen Leuten vernachlässigt. Also letztendlich stellen die Leute ein und beschweren sich dann über irgendwas. Natürlich gibt es auch da Führung. Kannst du lernen oder musst du lernen? Also das wäre, sag ich mal, ein Punkt, also das ist ein Riesenpunkt, aber so, den schreibe ich jetzt mal hier ganz klein dazu. Also Führung, Lernen, da gibt es sehr, sehr viele wichtige Dinge zu. Aber hier geht es jetzt eher in dem Video darum, was kannst du konkret an Meetings haben, um diese Person zu entwickeln. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Meetings. Fangen wir mit den seltensten Meetings an und dann gehen wir zu den täglichen Meetings über. Das seltenste Meeting, was es reicht, wenn du es zweimal pro Jahr machst, ist ein sogenannter Vertrauensworkshop. Das bedeutet, ihr nehmt euch 2 Stunden Zeit und und du leitest den an und die Leute sollen 3 Fragen beantworten. Mit welchen oder wie vielen Geschwistern sind sie aufgewachsen, beziehungsweise, ne, also was ist die Geschwisterkonstellation, also waren sie die älteste oder die jüngste Tochter, wie auch immer, haben sie Brüder und Schwestern, also wie ist die Geschwistersituation, was war die größte und wichtigste Herausforderung in der Kindheit, nicht unbedingt Familiendrama, sondern was war die generell die Herausforderung, also an was sind wir besonders gewachsen damals und wo sind sie aufgewachsen damals, also in welchem Ort, so einfach relativ simpel. Das Schöne, das sind 3 Fragen, die sind nicht zu deep, also was hast du dich mit deiner Mutter schon ausgesprochen oder welche Scheidungsdramen gibt es von damals noch, die du irgendwie besprechen willst, sondern das sind nur Semi-Fragen, die jetzt nicht super oberflächlich sind, was ist dein Lieblingsessen, wäre völlig irrelevant. Sondern das ist so eine gute Mischung der Tiefe, sag ich mal. Und das baut sehr, sehr krass Vertrauen auf. Weil ein großes Problem ist, dass man sich nicht unbedingt kennt. Und durch so einen Vertrauensworkshop baut man eben, steckt man, wie der Name schon sagt, das Vertrauen der Leute untereinander. Ganz einfach. Und das ist ziemlich cool. Dann gibt es eine Sache, die jedes Quartal stattfindet, also 4-mal im Jahr. Das ist die sogenannte Feedback-Runde, die offene Feedback-Runde. Was da wichtig ist, auch das ungefähr je nach Teamgröße geht so 2-3 Stunden, also Nachmittag, ist, das muss konstruktives Feedback sein, es muss praxisnah, genau und spezifisch sein. Also in dieser Situation hast du das und das gemacht. Also es ist nicht anonym, ne? Es ist ein Videocall oder offline. Man soll auch eine mögliche Lösung aufzeigen, was die Person besser machen kann. Es soll nicht beleidigend oder kränkend sein. Und ganz wichtig, es hat keine negativen Konsequenzen. Das musst du als Führungsperson sagen, auch in diesem Meeting nochmal, aber auch leben. Also du kannst die Person dann nicht einfach entlassen. Das muss wirklich das wahren, dass es keine negativen Konsequenzen gibt. Und die Person, die Feedback bekommt, darf keine Widerworte geben, sondern muss einfach nur es wahrnehmen. Was die Person machen darf, sie darf sich mehr Feedback einholen. Sie darf sagen, hey, finde ich mega spannend, kannst du es nochmal genauer erläutern, wie du das meinst? Das ist okay. Also sie darf jetzt nicht sagen, ach nee, das hast du falsch verstanden, das meinte ich so und so. Sie sollte einfach mitnehmen, wahrnehmen, wie die Person das umsetzt. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Also das ist, das dieses negative und positive Feedback, also Feedback heißt also nicht nur negativ, beides, also am besten fängst du mit positivem Feedback an und das läuft dann so, wir sind in der Runde und ich bin die erste Person als Führungsperson, die ein Feedback bekommt. Das heißt, es geht reihum, jeder sagt mir sein positives und sein negatives Feedback. Also zum Beispiel Cora aus unserem Team fängt an, sagt ihr positives und negatives Feedback. Dann kommt die Josie aus unserem Team, sagt ihr positives und ihr negatives Feedback zu mir. Also es geht so gesehen reihum. Das ist mega wichtig und dann, genau, sollte ich als Führungsperson natürlich auch daran arbeiten. Alle anderen sollen natürlich auch daran arbeiten, aber gerade bei mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich mir das dann zu Herz nehme und auch versuche, das zu optimieren und dann auch wirklich danach frage. So komme ich gleich dazu, dass es dann auch noch andere Meetings gibt, aber das ist sehr, sehr wichtig, daran zu arbeiten. Und wenn man dieses Feedback nicht umsetzt, obwohl es sehr, sehr wichtig ist, um das, die Ergebnisse vom Team zu verbessern, dann ist es auch deine Pflicht als Führungsperson, das mit der Person nochmal im One-on-One zu besprechen und sagen, hier, das ist immer noch nicht am Start, obwohl du gesagt hast, dass du daran arbeiten willst. Dann gibt es die Feedback-Gespräche jeden Monat. Die finden nicht in der Gruppe statt, sondern in diesem One-on-One. Das ist so gesehen
ja nochmal wichtig zu erwähnen. Da ist einfach die Idee, dass jeder Teammember mit dir, wenn du noch eine kleinere Agentur, eine kleinere Firma bist, also bis zu 15, 20 Mitarbeitern, kannst du auf jeden Fall auch selbst die One-on-One-Gespräche machen. Danach hast du ja wahrscheinlich Teamleiter und dann hast du nur noch One-on-Ones mit den Teamleitern und die Teamleiter wiederum haben One-on-Ones mit ihren Teammembern. So relativ simpel. Aber dass du ja eben, dass jede Person, also die Führungskraft, aber auch der Teammember, sich fünf Themen überlegt, über die sie heute sprechen wollen. Ich habe dazu natürlich auch gewisse Vorlagen und auch nochmal mehr Details nötig, aber so generell, die man einfach, die einem auf dem Herzen liegen, die man gerne besprechen will. Und das Feedback an die Führungskraft, also was die Führungskraft selbst verbessern kann. Also es geht vor allem da in diesem Meeting, dass die Führungskraft zuhört. Es ist nicht so sehr, dass die Führungskraft viel Feedback gibt. Das sollte relativ direkt passieren, das Feedback, also dass die Person, dass die Führungskraft Feedback an den Teammember gibt, dass wirklich eher einfach zuhören, was liegt dir auf dem Herzen, wie geht es dir, lieber Teammember. Und das sage ich als Führungskraft. So, was kann ich besser machen? Dann haben wir vor allem im Sales, nicht unbedingt im Fulfillment, aber im Sales, die Performance Reviews, die finden jede Woche statt und da üben wir. Also machen wir ganz konkrete Verbesserungen. Oder machen auch einen Plan, hey, was kannst du nächste Woche besser machen, was wir implementieren. Wir üben Einwände, wir so gesehen mentoren die Person, dass sie besser wird, dass sie stärker wird. Dann, was täglich stattfindet, sind die Stand-ups. Also wir haben natürlich auch noch, du kannst Formate einbauen, wo ihr einfach so Zeit miteinander verbringt. Also wir haben zum Beispiel ein Event, das heißt Among Us plus Vino. Das heißt, wir spielen da einfach Among Us oder irgendein anderes witziges Spiel und trinken Wein oder ein Bier nach Feierabend. Also so 18, 19 Uhr am Freitag. Das findet jede 2 Monate statt, wenn ich jetzt nicht mich komplett täusche. Und das ist einfach so ein Fun-Hangout-Ding, so, wo wir einfach Zeit miteinander verbringen, ohne jetzt großes Format, einfach chillen gemeinsam, weil was macht eine gute Teamkultur aus? Freunde, die gerne gemeinsam Zeit verbringen. Punkt. So. Ja, und das machst du dadurch und ganz. Was halt viele auch nicht checken, gerade bei diesem Mentoring, es bringt nicht einfach nur was zu sagen, ja, du musst besser werden, sondern also coach die Person dazu, dass sie besser wird und baut das ganz konkret ein. Jede Woche, was mache ich besser? Hast du auch Themen vorbereitet, die ihr gemeinsam durchgeht? Also arbeitet wirklich an dem Skill von dem jeweiligen Mitarbeiter. Und dann gibt es noch ganz am Ende täglich die Stand-ups, das heißt ein gemeinsames Mittagessen, wenn ihr vor Ort seid, oder gemeinsam um 9 Uhr in Videokonferenz starten, wenn ihr nicht vor Ort seid. Das ist letztendlich beides möglich. Und da kann man den Tag besprechen, da kann man irgendwie, könnt ihr euch Feedback von irgendeiner E-Mail-Kampagne einholen, die ihr rausschicken wollt, oder geht Kundenprojekte durch oder quatscht einfach nur, wie es Wochenende war. Also das ist relativ frei. So, das ist auch immer, dass man sich jeden Tag sieht, jeden Tag am Start ist. Und ja, man auch, und vor allem, aber ein wichtiges Element ist, nämlich, was ging gestern, was geht heute, und dann, sag ich mal, freier Content, also was. Egal, also das kann man nutzen für was auch immer, aber man sagt, man startet auf jeden Fall, was ging gestern, habe ich das und das, an das und das gearbeitet, an das und das gemacht und was geht heute, habe ich das und das gemacht, und das und das gemacht, auch im Sales, weil im Sales ist dann nicht so, ja, ich habe gestern Calls gemacht, heute mache ich auch Calls, sondern ich habe gestern die und die Leute angerufen, und so und so, ich habe 3 Leute erreicht und 2 terminiert. Heute versuche ich die Einwandsbehandlungstechnik, die ich gestern mir reingezogen habe und gelernt habe, zu implementieren. Und ja, da einfach noch hartnäckiger in der Sache zu sein. So als Beispiel jetzt. Also wir gehen auf Details, ja, nicht einfach nur, heute habe ich gecallt, gestern habe ich gecallt, heute mache ich Marketing, gestern mache ich Marketing, sondern was genau hast du gemacht und was machst du heute auch anders und besser. So, und das dauert so ein paar Minuten, was ging gestern, was ging heute. Und freier Content heißt letztendlich, ja, was steht generell so an, beziehungsweise wie war es Wochenende. Was geht einfach so generell ab? Das dauert circa eine halbe Stunde. Performance Reviews dauern circa auch eine halbe Stunde bis Stunde. Feedback-Gespräche dauern auf jeden Fall eine Stunde. Feedback-Runden dauern circa 4 Stunden und Vertrauensworkshop dauert auch circa 4 Stunden. Manchmal auch kürzer, manchmal auch länger. Führung lernen ist jetzt kein Workshop, aber das dauert ein Leben lang, würde ich sagen. Also das ist eine Craft, ein Handwerk, was man ständig verbessern kann.
empathisch sein und besser führen. Genau, das ist letztendlich der, das sind die vier wichtigsten Meetings. Es gibt natürlich zu allem Vorlagen und zu allem auch noch mehr Details, wie das genau abläuft und natürlich auch hierzu überall Vorlagen und Details. Das heißt, das wäre jetzt nur ein Overview, was man natürlich auch schon teilweise umsetzen kann, aber natürlich noch ein paar Blankspots sind, die man ganz konkret machen kann. Und ja, das so zu Thema geile Talente finden und entwickeln. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und ja, freue mich auf dein Feedback und bis zum nächsten Video. Dein Alex.